Jesus sucht stets Freunde zum Bau einer Welt, ohne Hass, ohne Feinde, in der Toleranz zählt. Und er bittet einen jeden, dass er redlich sich müht, dass der Garten Gottes Eden schon auf Erden hier blüht. Wenn auch Hass euch begegnet, ihr auf Ablehnung stoßt, Hohn und Spott auf euch regnet, wenn euch fehlt Mut und Trost. Baut man vor euch auch Mauern, trefft ihr auf Zorn Tumult. Sollt ihr es nicht bedauern, wisset, Gott hat Geduld. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Geht hin und bringt Frucht, seid den Menschen ein Segen. Schwemmt hinaus in die Welt und vertreibt Dunkelheit und seid niemals verzagt, Gottes an eurer Seite. Wenn man gegen euch sich wendet, ihr glaubt, ihr seid allein, wenn die Zuversicht endet und die Welt bricht euch ein, dann könnt ihr darauf trauen, Gott verfolgt jeden Schritt. Er wird seine Kirche bauen, er geht stets mit euch mit. Christen sind gefordert zu verbessern unser Sein, wenn Jesus uns fordert zu verhindern Leid und Pein. Wir sind Schwestern, Brüder, sind verbunden im Geist. Gott ist heute nicht von gestern, wie uns Jesus verheißt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Geht hin, bringet Frucht, seid den Menschen ein Segen. Schwärmt hinaus in die Welt und vertreibt Dunkelheit. Und seid niemals verzagt, Gott ist an eurer Seite.